mobilen Fertighaus. Die Idee für diese Wohnmobile ohne Räder stammt wieder einmal aus den USA. Dort allerdings zählen sie nicht gerade zur Luxusklasse. Die europäischen Architekten haben sich da Bequemeres einfallen lassen. Und an diesem Ofen hält man es auch mal alleine aus. Schließlich ist Tims Sozialleben wenig konstant. Freundschaften wechseln häufig. Ab 60 Quadratmeter. Drei Zimmer, Küche, Bad, das reicht für den Single-Nomaden. Sollte Tim Future aber eines Tages eine Familie gründen, ist dieses Haus erweiterbar. Entweder ebenerdig oder gestapelt. Egal welche Größe, wie ein Schneckenhaus könnte Tim das Niedrigenergiedomizil aus Holz mitnehmen. Allerdings nicht ohne Kran, Umzugshelfer und einen LKW. Egal. Im Fertighaus fühlt sich Tim schon wie zu Hause, landet aber erst einmal auf einer Warteliste. Zeit, um nochmals über den Aufwand für diese mobile Wohnvariante nachzudenken.